Moin zusammen, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Wir gehen einmal nach Willow. Da brauche ich noch Weeklies und sie braucht noch die Tarotkarten. Das heißt, wir haben Tarotkarten, wir haben einen Beweis. Und ja, dann kann sie sich die abfahren. Oh, Geisterfoto mal wieder für den Perfect Game. Ja, ich brauche das ja, weil ich brauche ja das hier. Ja. Okay, wir machen die übliche Vorbereitung. Riker ist in der Garage und Anna. Hier, Leute, guckt mal, wie das aussieht mit der Kamera. Seht euch diesen Regenstrahl an. Das sieht aus wie ein Tornado. Was haben die gemacht? Also, Leute, man kann in die andere Welt sehen mit diesen Kameras jetzt. Wow. So, naja, wir haben jetzt komische Tornados hinter Willow gesehen. Ich weiß nicht, sie sieht es nicht. Vielleicht hat das was mit den Einstellungen zu tun oder sowas. Keine Ahnung. Ist sehr weird. So. Habe ich gerade eine Tür gehört oder war es im Donner? Okay, wir haben schon mal ein gutes Versteck in der Garage. Und der Knochen liegt hinterm Auto. Ich versorge mal die Tarotkarten und den Knochen schon mal. Ich dachte, ich habe hier irgendwo eine Tür gehört. Okay, schon der restlichen Items. Aber guck mal, den Knochen sieht man immer noch kaum in diesem dunklen Schatten. So, machen wir mal einen kleinen Rundgang hier. Ghosty, are you here? Show us, are you here? Give us a sign, are you here? Performance hier in Willow ist aber ein bisschen besser irgendwie. Ghosty, where are you? Sei jetzt. Where is the bone? The bone haben wir schon. Hau ab mit dem. In der Garage, hinterm Regal. Ich höre leider nichts. Das heißt meistens, dass er im Keller ist. Gilt zumindest für Tanglewood und für Willow. Wenn man nichts hört, sind sie meistens im Keller. Ghost, are you here? Hier ist kein Versteck. Ghost, are you here? Show us. Are you here? Give us a sign. Show us. Show us. Are you here? Give us a sign. Ne, hier ist auch nichts. Okay. Da müssen wir ändern auf die Thermostat. Er könnte auch im Wohnzimmer sein, weil da jetzt das Licht an ist, ist er nicht mehr so aktiv. Wechseln wir mal aufs Thermo. Ich glaube, das ist eine Garage. Ich habe ja alles bei einer Garage. Oh, warte, in der Küche ging es aber gerade runter. Die Küche, es ich ist die kann auch Küche. sein. Hier ist auch der Atem. Ja, okay. Ist ja alles nicht weit voneinander weg. Dann Kruzi da rein, Buch da rein und so weiter. So. Dip, dip, dip. Ich habe mir schon gedacht, dass ich vorhin eine Tür gehört habe. Okay. Mal gucken, was deckt denn den meisten Teil ab? So müssten wir eigentlich einen großen Teil abdecken und. Mr. Buch. Oh. Event. Halt still im Wohnzimmer wahrscheinlich, ne? Wo ist er? Oh, hallo. Weiß ich nicht. Ich bin hier bestimmt. Okay, kein Phantom. Geisterfoto ist erledigt. Sehr schön. Sehr gut, sehr schön, sehr schön. Es war ein sehr frühes Event, kein Shade. Okay, das Event war, glaube ich, für sie, weil sie war im Wohnzimmer. Also, kein Phantom. Ja, ich hab's ja schon geschafft. Da ist ein Foto. Ja, das, wofür man meistens ja eh immer stirbt. Genau. So. Sag mal, Freund, wo willst du denn hin? Er latscht ja sofort durch das ganze Salz. Ah, das ist alle. Okay, tschüss. Okay. D -d 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 -d.
du nach Orbs geschaut, bevor du die Dots platziert hast? Weil es ist immer besser, vorher nach den Orbs zu schauen. Ja, sonst müssen wir die nachher wieder ausschalten. Na, machen wir es später. Du musst nur auf die draufklicken, dann schaltest du die aus. Ah ja, okay, das ist schon ein sehr einfach. Ja, mit den Sensoren kannst du das auch so machen. Ich bin schon mal gut, dass man das machen kann. Das ist ja krass, wird jetzt abhängt. Ja, okay. Ja, ich mach das Licht jetzt gleich aus. Ich hoffe, das zählt. Ja, hat gezählt, glaube ich. Steht da ein Sensor, der Monsieur? Feiner Herr. Feiner Herr Geistenskopf. Nehme ich den mal mit. So. Na, sollst die Kamera aufheben. So, hier, kannst du wieder haben. Bin fertig damit. Also, ich weiß also nicht. Ich kann die Kamera hier nicht sehen. Das ist komisch. Es sind nur die draußen stehen. Hä? Da ja keine reingetan. Hast du noch keine platziert? Man soll immer zuerst die Kamera machen vorher. Ich glaube nicht. Ach, das ist lustig. Ja, ich stelle jetzt eine da rein. Oh Mist, ich habe vergessen, nach dem UV zu gucken. Ich finde doof. Das war blöd. Okay, in der Küche steht eine. Ja, danke, sehe ich jetzt. Das war vorher in der anderen Map. Das waren Orbs. Das sind Orbs, ja. Bestätigt. Okay, Orbs. Das heißt, wir müssen nach Box, Gefriertemperaturen und nach UV gucken. UV ist negativ. Sag mal, hörst du mal auf, meinen Ghost Highway zu zertrampeln, Mister? Hat er schon ein Buch geschrieben? Nein, nein. Wo kommen wir denn jetzt? Wir haben doch nur einen Beweis. Achso, nicht drei? Achso, ein. Ich hoffe, es zählt so. Yes. Ich trage schon mal Handtuch ein. Nur so. Kann nicht mehr sein, weil der hat Frieren erzwungen. Ja, ich sollte die Kamera schon. Es ist immer noch so dunkel. Dann Oreo. So, hopp. Wenn wir ein Orb haben, was kann man da ausschließen? Wer hat was erzwungen? Der Oberke wäre raus, weil der hätte die Fingis erzwungen. Und der Handtuch ist raus, weil der hätte Gefrieren erzwungen. Und wenn wir jetzt doch Fingis oder Gefrieren noch zusätzlich kriegen sollten, ist es ja sowieso ein Mimik. Und dann ist es ja keiner von denen mehr, logischerweise. Auch kein Onryo, ne? Ja, Onryo ist noch möglich, leider. Ich teste jetzt gleich mal die Spirit Box. Nein, das wollte ich eben nicht. Das ist lustig, ich will das öfter gerne gucken und hab da gar kein hingestellt. Das ist lustig. Was haben wir noch zu dir? Da steht keine, wie doof. Ha, das ist ein Witz. Wir brauchen gleich auf jeden Fall alle Laternen da drin, weil wir müssen auf Onryo dann testen. Du kannst ja die letzte von draußen noch holen. Ich teste in der Zeit mal die Spirit Box. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Was hat der Kamerad denn wieder in der Garage gemacht? Haben wir einen Banshee vielleicht? Könnte ein Banshee sein, tatsächlich. Okay, Fotos sind voll. Lass uns mal in der Garage sitzen bleiben und auf Banshee testen. Könnte tatsächlich ein Banshee sein. Ich meine, der hält sich mit den Laternen zwar auch ziemlich dran, aber es kam mir so vor, als ob der immer oft zur Garage irgendwie gelatscht ist. Ja.
intern immer ein bisschen verteilen, wenn man Onryo testet, vor allen Dingen um das Kozi herum. So. Okay, dann bleiben wir mal ganz kurz still sitzen hier und gucken mal, ob der zu uns kommt. Du hast ein Parabol? Mhm. Ja, wenn jetzt ein Banshee-Schrei kommt, bekommen wir ihn gleichzeitig. Weil der war jedes Mal, habe ich den immer erwischt, dass er gerade aus der Garage kam, irgendwie. Der ist immer durch das Salz gelatscht, was hier war. Ja, gut, das kann schon gut sein. Ja, deshalb müssen wir es mal kurz testen, um sicher zu gehen, ob es jetzt ein Banshee ist oder nicht. Wow, gerade versucht zu hunten. Sanity checken, die Laternen sind aus. Könnte ein Onryo sein. Raus, raus, raus. So. Kommt mir sehr früh vor. Hatten wir nicht vorhin noch viel Sanity gehabt? Es ist dafür drauf geachtet. 77 oder sowas, glaube ich. Oder? Ja, das stinkt nach Onryo. Ein Yokai kann es nicht sein. Ein Meer kann es auch nicht sein. Onryo. Kann auch kein Fae sein, kann auch kein Raiju sein von der Hunting Threshold her. Und keiner von uns ist unter 50, dass es ein Banshee sein könnte. Also Onryo, weil die Laternen waren aus. Hat er einen Early Hunt versucht. Ja, okay. Dann können wir mit den Tarotkarten anfangen. Wir machen das dann in der Garage. Ich nehme das Kruzifix da auch noch, das zweite, mit rüber. Nimm die Karten von hier vorne. Die sind hier vorne auf dem runden Tisch bei der Fernbedienung. Der hat jetzt versucht, durch die Laternen Early zu handeln. Da ist irgendwas an meinem BH ist wieder aufgegangen. Es nervt. So, dann sichern wir mal hier die Garage ein bisschen ab. So, Garage ist abgesichert. Fotos brauchen wir eigentlich keine mehr. Das heißt, ich kann hier direkt... Mach das lieber nicht im Hiding Spot wegen den Ghost Events. Mach das lieber hier auf dem Kruzifix. In den Hiding Spot können wir ja dann laufen. Dann kannst du loslegen. Ach ja, falls sie eine Hangman zieht, werde ich natürlich versuchen, sie wieder zu nehmen. Hand, geh ins Versteck. Hand. Ich sehe nichts. Okay. Okay, das war die Death-Karte wahrscheinlich. Wäre jetzt ein Kruzi im Raum gewesen, also ein frisches Kruzi, hätte es den Hand verhindert, aber ist egal, lass ihn handeln. Okay, er flitzt im Keller. Okay, der ist im Keller. Es ist ein Cursed Hunt. Diese Hand wird jetzt länger gehen. Also müssen wir ein bisschen länger warten. Uiuiui, bei ihm hat aber das Beatmungsgerät versagt. Haben dem wahrscheinlich eine Billigversion aus den 80ern gegeben, ha? Dann warten wir mal kurz, bis der Hand vorbei ist. Das wird jetzt was dauern, weil das sind von jetzt an Cursed Hunts. Oh, toll, die erste Karte Death. Okay, der Hand ist zu Ende. Ich mache hier kurz das Licht an, dann kannst du direkt weiterziehen. Okay, aufs Kruzi und dann weiter. Auf die Kruzis, fertig, los. Haus. Ja, Sonne. Ah, Sanity wieder voll. Sonne. Doppelte Sanity voll. Keine Ahnung, was das war. Joker? Keine Ahnung, kommst du jetzt sehen. Ja, Fugel, die zählt dann nicht. Sonne? Ist okay, du bist ja auf dem Kruzi. Warte kurz, bis er geht. Ja. Raus mit dir, Freund. Ich hab dir die Tür aufgemacht. Komm, hopp, pst. Raus hier. Ich hab ein Feuerzeug, Freund. Also, mach, dass du rauskommst. Ja, schön raus. Schön raus. Tschüss. Okay, er ist draußen. Mein Gott, wie ein Kater, den man aus dem Zimmer verjagt. So, Haus. Okay. Tower ist das? Haus. Tower. Brecki ist aus. Sonne. Warte. Alle durch? Okay. Yes. Ja, dann sind wir eigentlich fertig. So, Freund, um dich zu ärgern, mache ich dir jetzt noch extra die ganzen Laternen hier an. Und dann sind wir weg. Viel Spaß. Ein Onryo-Zanken. Boah, die Map ist gespannt. Also ich bin jetzt nach ausgelöst, ja, ne? Ja, du hast eine Todeskarte gezogen, oder? Ja, ich weiß, das steht ja bei dem großen Laptop, kannst du das lesen, aber da steht alles verschwommen. Ja, die erste war wahrscheinlich eine Todeskarte. Okay, wie viele hast du dann jetzt hier durch von diesen Cursed Possessions benutzt? Ist ja dann bestimmt schon über die Hälfte bei dir, oder?
ist genau die Hälfte. Okay, ja, perfekt. Dann bist du ja schon fast so weit wie ich. Ich bin bei 34, dann bist du ja jetzt auf 25 oder sowas. Das passt ja dann. Ja, ja, cool. Ja, perfekt. Moin nochmal. Und dann, ich denke mal, moin, spätestens über moin habe ich alles. Ich denke mal, du brauchst ja auch noch in Prison die Aufgaben. Also ich brauche dann noch in Willow. Jetzt habe ich 9 von 12 Willow. Das heißt, wir müssen dann morgen für dich noch zweimal Prison machen. Dann für das Küken, glaube ich, noch ein oder zweimal Tanglewood und für mich einmal Willow. Das können wir ja über 2 Tage dann aufteilen. Ja, so ja, machen wir. Ja, haben Perfect Game, ne? Ich glaub, wir sind. Ja, haben wir. Also hast du Onryo drin? Ist drin. Dann Abfahrt. Das war eine schöne Runde. Ja, das war doch chillig. Obwohl er früh versucht hat zu handeln. Ja klar, wegen den Laternen, ne? Weil ich den da schön zugestellt habe. Das hat ihn wütend gemacht. Weil ein Onryo, der kann schon so early handeln. Aber ich glaube erst bei 75 oder 70% um den Dreh, ohne Laternen. Wenn aber Laternen im Spiel sind, nachdem er 3-mal eine Flamme ausgepustet hat, egal ob es euer Feuerzeug, eine Kerze oder eine Laterne ist, nach dem 3. Mal könnte er, wenn er alles gelöscht hat, was in seinem Bereich war, könnte er sofort anfangen zu handeln. Also für ein Onryo ist eine Laterne oder ein Feuerzeug wie ein Kruzifix. Seid nur vorsichtig mit den T3-Kruzifixen. Die Range von denen ist höher. Für ein Onryo die Laterne oder die irgendein Feuer hat eine Range von 4 Metern. Also es entspricht dem T2-Kruzifix. Ja, yeah, schon kurz. Stellt sie in der Konstellation auf, wie ich sag. Oh, das T2 oder das T3? T3. Ah ja, dann bist du jetzt auch Level 90. Ja, cool. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.